Ach du Scheiße, ich kenne ihn. Moin Moin. Moin Moin. Wo soll es denn hingehen? Thüringer Straße, Zone 87, bitte. Willkommen bei Quiz-Taxi, Jungs. Es ist Quiz-Taxi, ne? Wahnsinn. Hey, was ist das? Scheiße, habt ihr mich direkt erkannt? Ja, klar, natürlich. Ich bin jetzt der neue Host hier für Join. Oh, wie geil. Ah, ja. Okay, das ist nice. Das wird ja witzig. Quiz-Taxi, habt ihr Bock zu zocken oder was? Ja, let's oh go. Oh Gott. Noch 7,5 Kilometer bis zum Ziel. Wie heißt ihr denn beide? Ich bin Hakan, ich bin 25, komme aus Köln. Würde jetzt von mir selber behaupten, dass ich nicht unbedingt glänze mit Quizfragen beantworten. Okay. Aber eigentlich bin ich ja nicht alleine, denn... Ja, hi, ich bin Cengiz, ich komme auch aus Köln. Ja. Also das eine oder andere weiß ich, aber woran ich wirklich abgrundtief schlecht bin, sind so Musikquiz. Oh. Echt? Ja, wirklich. Grottig. Das vielleicht, ist ganz, vielleicht können wir uns ergänzen. Mal schauen. Ja, bist du gut in Musikquiz? Null. Ja, Jungs, dann würde ich noch sagen, legen wir direkt los. Ach, okay, okay. Okay, let's go. Welche weißbräunliche Zutat ist dem Namen nach auf einer Pizza Fungi zu finden? Weißbräunliche Zutat? Champignons gibt es als braun und als weiß und Fungi ist ja Champignon-Pizza. Ja. Dann sagen wir Champignons. Das wollt ihr sicher einloggen? Ja, komm mal, tu jetzt nicht so. Also das kann jetzt nicht... wenn wir bei der ersten Frage verkacken, dann check ich aus. Ja. Während der Fahrt. Das lasse ich nicht zu, aber richtig. Geil! Natürlich. 25 Euro, oh mein Gott! Aus welchem Material sind die Figuren, die man in Berlin oder London im Madame Tussauds-Kabinett bestaunen kann? Willst du sagen oder ich? Sag du, ich hab die erste. Wachs. Was ist so die bekannteste, die ihr kennt? Die erste, an die ich gedacht habe, war tatsächlich Heidi Klum. Mhm. Wen gab's? Da gibt's auch Cristiano Ronaldo safe auch. Ja, oder? Da gibt's alle. Ich glaube auch David Beckham und so. Das ist der Wahnsinn. Aber ihr habt ja eingeloggt. Wachs ist natürlich richtig. Geil! Nice. Wie nennt man Audiobeiträge zum Streamen? Podcasts, oder? Ja. Ja, Podcasts. Das hört sich selbstbewusst an. Und da das kann man natürlich auch selbstbewusst sagen, das ist nicht nur falsch, sondern auch peinlich. Richtig. Geilo. Geil, ich liebe Podcast. Das war jetzt die dritte Leistung, ne? Ja, die nächste Frage eine ist eine Bildfrage. Da könnt ihr mal auf die Bildschirme vor euch schauen. Okay. Wessen Nase ist das? Wie nennt man so ein klimatisiertes Kästchen zum Aufbewahren teurer Zigarren? Da bin ich raus. Da bin ich leider auch raus. Ich muss gerade mal überlegen. Also, was für Begriffe kennt man? Ja. Also, ich könnte sagen, was die Kiste an sich ist. Eine Schatulle. Ja, genau, eine Schatulle. Oh, das wäre jetzt unser erstes Leben eventuell. Aber ich will nicht einen Joker bei den ersten vier, aber das ist das Kryptonit von vielen bestimmt. Da hast du es richtig erkannt. Ja, einfach Schatulle. Aber wir kennen auch keinen, der das kennen könnte. Ja, wir sagen... Also wir sind keine Raucher, wir trinken keinen Alkohol oder sonst was. Deswegen, ja, ich sag jetzt einfach Schatulle. Oder wir sagen Schatulle. Also Schatulle klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut, ist auch schlüssig. Nein! Okay, was wär's gewesen? Humidor. Okay, das war eine leichte Frage. Okay, das ist schon... Also so für Hättest du es gewusst? Humidor. Ich weiß doch jede Frage hier. So mein Taxi. Was hast du denn so auf YouTube gemacht? Ich habe früher Ape Crime gemacht und da haben wir Comedy-Videos gemacht. Ansonsten viel Vlogging auf dem Zweitkanal und sowas. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Das hat sich dann halt irgendwann aufgelöst und danach habe ich angefangen zu streamen. Auf Twitch dann? Oder ja, genau, auf Twitch. Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Damit habe ich jetzt aber aufgehört, weil es sehr, sehr anstrengend ist und... Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Also, so wie ihr streamt, das ist ja noch anstrengender, wirklich. Ja, was für Stunden ihr manchmal habt, wirklich so krass. Auf jeden Fall Respekt dafür, Mann. Und jetzt Künstler. Was? Ja, was, genau, ich zeichne sehr viel. Du zeichnest gerne. Ja, genau. Von einer Kunst zur nächsten Kunst, eure Lieblingsrubrik, Musik. Uff, nein. Uff. Ja, okay. Dann hört mal hin.
Let's go. Was ist auf dem originalen Albumcover des Albums Certified Lover Boy von Drake aus dem Jahr 2021 zu sehen? Weißt du's? Nein.